Here we go again. Willkommen zurück zu einem neuen Part. Mario Kart Tour. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Momentan läuft die Wintertour. Kommenden Mittwoch gibt's dann etwas komplett Neues. Die London Tour. Passt hervorragend, ne? Passt hervorragend. Dadurch, dass jetzt viele im Pokémon-Feeling sind. Aber zunächst werfen wir einen Blick auf meinen beschämenden 15. Platz. Ich klicke das auch ganz schnell weg. Nein, ich hatte wenig Zeit, um mich da gut zu schlagen. Naja gut, dann checken wir das nochmal aus. 20.000, das ist nix. Da hätte ich, alter Schwede, über 5.000 noch dazu holen müssen, um überhaupt an Münzen zu kommen. Ich hätte über 8.000 mehr haben müssen. Dann hätte es auf jeden Fall auch Rubine gegeben. Und um aufzusteigen, hätte ich ja mindestens 31.000 haben müssen. Ja, aber wie gesagt, ich habe es nicht drauf angelegt, aber trotzdem habe ich das Gefühl... Nee. Das war jedenfalls nicht mein Ranglisten-Cup. Ich versuche wegzuklicken, aber gerade will es nicht. Ich drücke aufs X, hört ihr das? Mit dieser Schmach kannst du nicht klarkommen, okay? Ja, ist doch in Ordnung. Ist interessant, das X wird nicht akzeptiert. Was nun? Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit bei Mario Kart Tour. Damit ist jetzt mein Gerät völlig überfordert mit so einem schlechten Abschneiden. Ja, also ist jetzt die zweite Woche der Wintertour. Ich hörte, die Wintertour war für viele sehr enttäuschend. Weil da nicht wirklich was ging. Was Neues. So, heute machen wir also den Toad Cup. Und dann den Baby Mario Cup, wo es wieder um die Ranglisten geht. Und dann hab ich vielleicht mehr Glück mit den Teilen und sowas. Rosa Gold Peach geht an den Start. Ist doch hervorragend. Ja, aber so richtig Bock habe ich auf die eigentlich nicht, ne? Jetzt hier hingehe und Details. Ob ich nochmal eine Röhre zünden möchte? Rosa Gold Peach und der ganze Rest. Mario Weihnachten 0,25%. Ich würde mir das vielleicht sogar für die London-Tour aufheben. Ich hoffe, dass da ein bisschen mehr geht. Werfen wir einen Blick in den Shop, denn Geld haben wir ja ein kleines bisschen. Haben wir Donkey Kong schon? Noch nicht in deinem Besitz. Dann holen wir jetzt Donkey Kong. Warum nicht, ne? Dich haben wir, ne? Jawohl. Was ist das für ein Kart? Noch nicht in deinem Besitz. Turbostart. Das Kart könnte ich mir dazu holen. Ach, weißt du was? Nehmen wir. Je mehr Kartteile und so weiter wir haben, desto besser die ganze Szenerie. Und deswegen, ja. Hebe ich mir alles Weitere noch auf. Machen wir weiter mit dem Toad Cup. Cooper Großstadtfieber. So, Bowser's gefragt. Ja, machen wir den. Oh, sehr gut. Und dann werden wir gleich auch sehen, ob ich Glück habe mit den Kartteilen beim Baby Mario Cup. Also der nächste Ranglisten Cup, damit ich in die höchste Rangliste aufsteigen kann. Diesmal war es nix, aber wie gesagt, ich hätte sogar noch mehr versuchen müssen. Und ich glaube, selbst dann hätte ich nicht mal was gerissen. Oder ich habe mein Bestes gegeben und es hat nicht ansatzweise gereicht. Und es ist zu peinlich, euch das zuzugestehen. Oh, Party! Nein, ich habe es nicht ernsthaft probiert. Nicht so ernsthaft wie die letzten Male. Ich habe es ein bisschen verbessert im Vergleich zum... Da steht ein Weihnachtsbaum. Nicht so gut wie im Vergleich zu den Parts davor. Ja. Der dritte und zugleich letzte Part in der Wintertour. Ich meine, wir hatten eine neue Strecke. Und zwar vom DS. Donkey Kong Alpine, ne? Aber sonst... Laues Lüftchen, Alter. Laues Lüftchen. Ich weiß nicht, ob noch was kommt. Ich befürchte aber nicht. Ich befürchte, das war's im Großen und Ganzen. Die Wintertour hat ihre Besonderheit, dass sie, naja, nur zur Weihnachtszeit rum präsent ist. Und dass er auf den Strecken wie hier
überall Weihnachtsbäume stehen, geschmückt. Das nehmen wir zur Kenntnis, das ist in Ordnung so. Kommt mir gerade so verdammt langsam vor. Es war ein gutes Rennen bis dahin, oder? Mir ist alles abgeschmiert, ich raste aus. Ich war sehr zufrieden mit dem Verlauf. Kann man nicht ändern, naja. Was ich gerade sagen wollte, ne, die Wintertour hatte nicht so viel zu bieten. Deswegen bin ich jetzt auch gar nicht so traurig, dass wir nur insgesamt 3 Parts zeigen. 2 aus der ersten Woche, 1 aus der zweiten Woche. Wird jetzt natürlich nicht annähernd so geil laufen wie eben mit der Party und mit so einem kleinen, mit einer Münz-Kombo, die wir hatten. Ach, was soll's. Weniger schickes Schicksal, würde ich sagen. Ich nehme es sportlich. Ist ja auch nur ein Spiel. Ist doch nur ein Spiel. Komm, lass Erster werden und ein kleines bisschen was reißen und das passt wieder. Vielleicht kriegen wir doch noch eine Party. Ja, das Schicksal kann noch mal ein bisschen schick sein, oder? Ein bisschen Gnade walten lassen. Das war ja nur eine Blooper-Party. Also viele von euch haben sich schon geäußert, haben gesagt, das war ja echt enttäuschend und so, pipapo. Ich weiß echt nicht, wie die das machen wollen. Ob die jetzt wirklich, also manche haben mir die Kommentare geschrieben, gut, dann gibt es Weihnachten eine Weihnachtstour. Kann ja sogar sein, dass die das dann Weihnachtstour nennen. Habt ihr bei euch Winterfeeling? Ich glaube, Schnee gibt es noch nirgends, aber kalt ist es geworden, ne? Kalt ist geworden. Frost, ja. Mit unter 0 Grad. Hilft nichts, ne? Ich hoffe, die Karts bei Mario Kart sind auch ordentlich winterfest, ne? Mit Enteiser-Spray ausgestattet und frischem Kühlmittel, Frostschutzmittel. Muss man schon aufpassen. Ja, selbstverständlich diesmal keine Party, aber egal. Reicht es denn, um alle Sterne mitzunehmen? 7700, das ist doch vernünftig. Ich hatte ja auch keine schlechten Karteile. Es geht ja nicht so um die Wurst. Ist ja kein Ranglisten-Cup. Trotzdem gibt es Momente, wo man sich so denkt, es hätte es auch anders laufen können. Ja, ganz easy. Ganz easy. Guck mal, wir kriegen ein Geschenk. Alles erledigt hier. Na, pack mal aus. Ist eh nichts Besonderes. Rubine würde ich gerne nehmen, ja. Die sind's auch. Hervorragend. Ich kam nicht mal dazu, mich täglich einzuloggen auf dem Tablet. Und die täglichen Boni rein abzusacken. Das ist ziemlich bitter. P-Chat, sehr gut. Und mittelgut. Aber das, die Kartteile sind ausreichend genug, um hier wieder eine gute Rolle zu spielen. Peace, yo. 3DS, Toads Piste. Sag mal, Toads Piste gab es aber nicht auf Mario Kart 8, ne? Der Witz ist ja, dass die Strecke wie eine 8 geformt ist. Naja, so ein bisschen, eine ziemlich krumme und komische 8. Den hätte sie sich für Mario Kart 8 empfohlen. Andererseits gab es ja da auch die 8er Piste. Ne? Gab ja trotzdem eine Strecke, die wie eine 8 geformt war. Ich habe denen Toads Piste nicht ganz gereicht. Weil die nicht so schön achtförmig ist. Bananenparty! Immer legen hier. Ja, rast mir alle rein, so sieht's aus. Okay, die Münzen habe ich jetzt einfach mal gekonnt ignoriert. Die Kombo aufrechterhalten, jetzt ist sie weg. Also, ich sag mal, was ich sagen wollte. Ja, manche von euch haben geschrieben, vielleicht gibt's ja eine Weihnachtsparty. Aber ich bin mir ziemlich sicher, vielleicht gibt es sogar eine, diese Weihnachtsparty, Quatsch, Party ist aber schon, Weihnachtstour nennen. Die dürfte aber identisch sein. Wir werden sehen. Aber das mit den Christbäumen war echt ein bisschen verfrüht. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Als nächstes die London-Tour. Ansonsten bleiben noch die Pyramiden, ja. Aber was dann noch kommt, ein Kommentar fand ich besonders witzig, ne. Was ist mit Japan? Als einer schrieb, ja, die Tokio-Tour war doch schon. Ja, aber was mit Japan? Ja.
muss man, ja, was dazugelernt, ne? Ich nehme es ja kein Übel, ne? Unwissenheit und Dummheit sind zwei Paar Schuhe. Wenn man es nicht weiß, ist man nicht gleich doof. Nehmen wir Rosie. Okay, wenigstens der Gleiter ist on point. SNES Marius Piste 3X. Let's go. Das sieht doch noch was aus hier. Was ich damit sagen will, im nächsten Part bekommt ihr dann die London-Tour, ne? Es ist klar wie Kloßbrühe. Ich finde es momentan angemessen, die Part-Dosierung von Mario Kart Tour. Ich meine, es gibt immer Leute, die sagen, machen wir ein bisschen mehr noch. Machen wir ein bisschen mehr, Aber dadurch, dass wir wirklich so wenig Neues haben und wenn ich alle Cups spielen würde, das würden wir alles 100.000 Mal sehen. Jetzt spielen wir bis zu den Ranglisten-Cups. Das denke ich mal okay. Bleibt dabei, ich bin gespannt, wenn sich die Cups wiederholen. Oh, so krumm gefahren, dass ich nicht mehr die Münzen bekommen habe. Egal. Was soll das? Ja, es ist halt eine X-Strecke, ne? Da kann man ordentlich Kombos sammeln. Wir haben auch den Gleiter. Ja, relativ gut, also. Aber das Glück brauche ich nicht in dem Cup, nicht im Toad Cup, sondern im nächsten. Ich warte drauf, dass ich richtig fette, geile Karteile habe. Damit das fetzt. Da wird gleich die Spannung steigen, meine persönliche. Ich freue mich ja, es ist ja wie eine längere Reise, ne? Es ist ja wie Wandern, nicht wie Bergsteigen. Dieses Let's Play, keine Ahnung, wie lang es gehen wird, wie lange uns das... Also es hat schon sehr nachgelassen, ja, muss man sagen. Also die Motivation für dieses Let's Play geht so, weil es einfach nur, nicht nur sich wiederholt, sondern weil die Neuigkeiten von Tour zu Tour... Ich wiederhole mich auch in den Parts, ne? Und guck mal, wir haben nicht mal alles erreicht. Probieren wir gerade nochmal. Weil das, was in den Parts passiert, einfach, ja, zu wenig Neues pro Tour. Ganz einfach. War am Anfang noch super. Die Tokyo-Tour hat noch mehr zu bieten gehabt. Also jetzt muss ich mal langsam wieder auf die Kette kriegen. Das erste war die New York-Tour. Das zweite war Tokyo. Schon das dritte war die Halloween-Tour. Das vierte war Paris. Und das fünfte war Winter. Und das sechste wird London sein. Okay. Na, ich bin gespannt. Ja, wichtig ist hier auch, dass ich gut fliege und die Münzen dann mitnehme. In der Luft. Die kriegen ja ordentlich was. Lass mal deine Bombe irgendwie loswerden. Jetzt habe ich das umgestellt, ne? Ich muss die Boys da vorne einholen. Ach, der hat die alle eingesackt? Na, Prost. Nee, der nimmt mir zu viele Münzen weg. Würde ich gerade gern nochmal machen. Ich werde mich nicht lange aufhalten. Keine Bange, Freunde der Nacht. Mein Toad hat er eigentlich sogar mehr Punkte. Ich würde lieber Toad nehmen. In der Situation. Taktikänderung. Ach, ich finde es immer entspannt. Einfach mal wieder reingucken. Ich meine, Mario Kart ist ja immer eine Herzensangelegenheit, ne? Wer noch nicht 100 Jahre auf meinem Kanal ist, ich habe ja... Das erste, was ich gemacht habe, war Mario Kart Wii Online. Das war eine super Angelegenheit. Das habe ich ja angefangen mit nur zwei Let's Show Parts, wenn ihr so wollt. Wo ich einfach mal zeigen wollte, wo ich einfach mal mit meiner Community... Jetzt mach das doch nicht. Mach nicht diesen. Mit meiner Community einfach mal sagen wollte, guckt mal Leute, ich zock auch Mario Kart. Auf der Wii damals. Also ich meine, ich rede vom Jahr 2010, ne?
Ja, und da hat mir immer das Online-Zocken am meisten Spaß gemacht. Aber diese Online-Parts kamen so gut an, dass ich 2011 sehr viel Mario Kart Wii gezockt habe. Und es ist immer was Schönes passiert. Also die Hacker waren ja auch am Start. Da gibt es ja einiges, wo die Cheater abgegangen sind, wie Schmitz Katze. Sensationelle 10. Man kann einerseits glücklich sein. Ja, ich denke, es war... Warum fährst du nicht, wie ich will? Der Toad, ne? Ja, macht mich, was ich will. Also man kann eigentlich froh sein, dass auf Mario Kart 8 das so eingedämmt wird. Zwar tauchen da auch schon mal Cheater auf, aber in dem Umfang wie in Mario Kart Wii, und das werden alle bezeugen können, die damals gespielt haben. Manchmal wolltest du halt, also oft fand man es lustig, aber wenn man halt auch mal normal spielen wollte, hat es einen dann schon genervt, wenn die total übertrieben haben. Ich hasse es, wenn vor mir die Leute alle Münzen einsammeln. Das geht nicht. Ne? Und danach habe ich eben alle Mario Karts nachgeholt auf den Haupt-Nintendo-Konsolen. Das heißt, Mario Kart 1 bis 7, ne? Super Mario Kart, Mario Kart 64, Mario Kart Super Circuit, Mario Kart Double Dash, Mario Kart DS, Mario Kart 7. Und dann erschien Mario Kart 8. Das bekam Anno Danomals. Och nee, oder? Das wird nicht reichen. Einen Versuch wollen wir noch starten. Das bekam Anno Danomals ersten Offline-Let's Play und dann online. Mario Kart 8 Deluxe bekam ja auch noch eins. Nicht zu vergessen, der Hack Mario Kart Wii Custom Track Grand Prix Revolution. Das war sehr beliebt. Das haben auch dann direkt einige Kollegen nachgemacht. Wenige Tage später. Und, ja komm, einen noch. Es macht mich unzufrieden, was hier geschieht. Dabei wartet das Große, es wartet noch auf uns, was bei den Ranglisten abgeht. Eigentlich, was hier abgeht, sollte mir eigentlich total Wumpe sein. Ich will zufrieden mit mir selbst sein, das ist so mein Hauptziel. Ja, also ich habe zu allen Mario Karts ein Let's Play. Also alle auch mit anschaubarer Qualität. Es gibt jetzt einige, die immer sagen, ja, okay, aber Mario Kart Wii hast du ja nicht die Cups offline gezeigt. Aber ich scheue mich so ein bisschen davor, weil du das dann irgendwie auch, du kommst mit der Steuerung durcheinander, finde ich. Wenn du zwischen Mario Kart Wii und Mario Kart 8 switchst. Also ich will mal einfach Mario Kart 8, besser in Erinnerung bleiben, wisst ihr, wie ich meine? Ihr kennt das allein überall, auf jedem Mario Kart ist das mit dem Turbo-Start eine andere Geschichte. Ein paar feine Unterschiede gibt es da immer von Teil zu Teil. Das ist jetzt fast vertretbar hier, was ich tue. Irgendwo ein bisschen Glück mitnehmen wäre halt auch schon eine nice Sache. Immer ein paar Münzen, das gibt Combo-Wombo. Ja, das lassen wir jetzt so stehen. Oh, weißt du, in dem Moment, ich kann mich entscheiden zwischen Sprungschanze oder Turbo. Reicht's? Ja, es reicht. Ja, diesmal war ich... Also ich hätte jetzt auch nicht nochmal gemacht, weil ich relativ zufrieden war. Man weiß ja oft nicht, ist die Latte doch zu hoch gelegt? Sauber die Haaren gekämmt. Also, wenn ihr Bock habt, irgendein Mario Kart nachzuholen, tut das gerne. Trotzdem sind es nicht ausnahmslos alle Mario Karts. Es gibt ja noch die Spielhallenautomaten, ja? Mario Kart Arcade Grand Prix. Da ist zum Beispiel Pac-Man ein Fahrer. Mario Kart Arcade Grand Prix 2. Natürlich, wunderbar. Und hier muss ich darauf achten, wo ich am besten Speed und den Pilz benutzen möchte. Dann als drittes kam Mario Kart Arcade Grand Prix Deluxe. Soll ich den Pilz hier benutzen? Ich glaube so.
Und last but not least, Mario Kart Arcade Grand Prix VR. Ob das jetzt wirklich VR war, ich habe keinen Peil. Wenn es der Name sagt, dann... Das sind alles, wie gesagt, Spielhallenautomaten. Inzwischen hörte ich, die haben sich sogar teilweise nach Deutschland gerettet, aber ich befinde mich nirgendwo Spielhallenautomaten rumstehen. Da sollte ich mehr in die Spielhalle gehen. Ja, selbst der Name ist ja inzwischen fehlgeleitet. Die stehen ja oftmals mehr in... Boah, wo stehen die Dinger, ne? Eine Spielhalle definiere ich mehr so als Casino. Ich hätte länger fliegen können, links über die Dinger, ne? So, wieder das leidige Thema, dass irgendwann im Laufe des langen, langen Races eben doch der Pilz eingesetzt wird, obwohl du es gar nicht wolltest. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass man doch relativ großzügig ist mit den Zeiten, die verlangt sind. Oh shit. Obwohl, ist es überhaupt nötig, höher zu fliegen? Bringt mir das was? Punkte würde es geben, aber die will ich ja nicht unbedingt. Also jetzt in dieser Mission, sondern ich will nur schnell sein. Komm, go fast, Daisy. Warum nehmt ihr das nicht mit? Wenn ich jetzt nochmal fahren muss, krieg ich einen Affen. 2 Minuten, safe. Safe sind 2 Minuten die Grenze. Oh mein Gott. Und wetten, 2 Minuten, rund. Eine runde Sache. Ich schwöre, ey. Das war schon ein bisschen close. Alles klar, Freunde. Bis hierhin alles richtig gemacht. Jetzt wird der Part doch ein bisschen länger. Ich raste aus. Aber was sollen wir machen, ne? Münzen annehmen, würde ich sagen. Machen wir das. Hab ich eigentlich noch irgendwelche Tickets? Tickets? Von allem ein. Och, wem geben wir noch was? Welcher Fahrer hätte es denn verdient? Donkey Kong. Ja, wisst ihr warum? Weil wir den erst neu haben. Deswegen kriegt der ein bisschen mehr Leistung dazu. Ohne jetzt zu gucken, was in dem Cup überhaupt abgeht. Fahrzeug. Was hat denn auch das Niedrigste? Ich würde einfach das Schwächste pimpen. Das hier ist neu. Ja, komm, dann ab geht's. Soda Jet. Ich möchte mich breit aufstellen. Versteht ihr, wie ich meine? Du bist auch breit. Ja. Und der Gleiter? Das hier ist noch low. Immer her mit den guten Sachen. Sorry, dass ich immer so blöd ums Mikrofon gucken muss, ne? Aber ich muss ja gucken, wo ich drauf tippe. Während des Races geht's aber so. So, jetzt die Entscheidung. Mach mir was Gutes. Ich will immer die perfekte. Das fängt schon mal super an. Bleibt super. Oh, Baby! Die erste Strecke ist schon mal beste Voraussetzung von den Kartteilen allein. Fahrer und Kartteile. 3DS Chip-Chip-Bucht rückwärts. Let's go, der Hase. So. Was ich halt immer ein bisschen blöd finde, du kannst noch so gut fahren, wenn du keine Party bekommst, kriegst du keinen geilen Score. Ne? Du brauchst halt auch neben Skill eine Portion Glück. Eine ordentliche Portion Glück. Was sind denn hier für viele Münzen, sag mal. Was Absicht oder haben die sich hier irgendwie gekillt am laufenden Band? Danke fürs Wegschnappen des Items. Man, hatten wir das nicht vor allzu langer Zeit nicht schon? Zwar richtig rum, aber trotzdem. Finde ich Strecke ein bisschen nervig. Ja, komm, ich bin auch sehr schlecht gefahren. Ich will jetzt einfach mal mit euch. Ah, ich weiß nicht, ich krieg die guten Karteile auch gar nicht richtig in Szene gesetzt, weil ich keine Kombos gerade schaffe. Aber die Voraussetzungen sind geschaffen. Was ich damit sagen will, ich werde es halt offscreen einige Male probieren und hier hoffentlich eine gute Punktzahl erreichen. Ich muss auch immer ein bisschen auf die Münzen achten, mehr Stunts da machen an diesen Dingenskirchen, am besten nicht in die eigene Bombe reinrasen.
Eine Party haben wir auch nicht bekommen, ne? Ja, wird sogar knapp mit allen Sternen überhaupt, ne? Ätzend. Tauge nichts. Es ist halt Daisy. Es ist halt immer noch Daisy. Daisy! Die wird immer für mich nicht gerade beliebter. Es reicht für alle Sterne. Was aber auch heißt, wir können hier ordentlich was ausbauen. Potenzial ist da. Ich habe den einen, der das noch nicht probiert hat, übertroffen. Schokoinsel 2. Verdammte Axt. Wendy, Halloween, Rosalina oder Weihnachts-Mario wären es gewesen. Ich nehme hier den Koopa, der ist Level 2. Dann nehme ich das hier. Okay, aber ansonsten, ich werde hier zwar keine Party kriegen, aber Kombos sind drin. Kombos sind drin. Geben wir unser Bestes. Wenn jetzt die letzte Strecke wieder eine perfekte Kombi hat, dann sage ich nichts. Hier wird es halt so sein, ich werde es so fahren und fahren und fahren, bis ich zufrieden mit der Leistung bin, ganz einfach. Weil du nicht auf das Glück, zusätzliches Glück hoffen musst. If you know. Ich meine, guten Karteile. Ja, guck mal hier, das ist ja einiges. Da kombiniert sich einiges zusammen, auch mit den Unebenheiten, die ich jetzt perfekt umfahre, um die Serie auch ja zu verlieren. Das ist auch egal. Das hat auch wieder eine extrem kurze Strecke, weil Super Nintendo Ursprünge. Und auch wieder nicht, ey, ich raste aus, das ist so übel. Markus kann nix. Bevor das vorhin abgekackt ist, war ich eigentlich relativ gut und selbstsicher. Aber seit dem Schnitt bin ich jetzt nicht mehr in der Lage, offensichtlich. Sterne komplett, ja. Gibt ein gutes Gefühl. DK Alpine X. So, was ist verlangt? Wir können einiges nehmen. Ich nehme Luigi. Ah, schade. Ah, schade. Hm. Aber es ist X, ne? Es ist X. Das heißt, man kann ja trotzdem das mehr oder weniger kompensieren. Dass die Karteile nicht so gut sind. Aber Luigi kann eine Party erzeugen mit 3 gleichzeitigen Items. Hm. Das heißt, hier in der zweiten Strecke muss ich ein bisschen mehr Skill beweisen, vor allen Dingen. Und hier muss ich ein bisschen mehr Glück haben, vor allen Dingen. Und in der ersten Strecke, ja, am besten beides. Ich muss in der ersten Strecke am meisten rausholen. Könnten wir eventuell nochmal kurz probieren. Aber die Kombo geht halt auch nicht zu Ende durch die guten Kartteilchen. Ah, bitte. Schade, jetzt ist... Da war eine Lücke. Gibt ein gutes Gefühl, aber ich bin nur Vierter. Die ganzen Strecken einfach so viel besser noch hinkriegen kann, das gibt mir Hoffnung. Upsi. Du beat der denn ab? Ich weiß auch nicht, ob wir DK Alpine, die Strecke hier, danach noch großartig sehen werden. Ich schätze mal, die bleibt drin, oder? Andererseits, auch die Halloween-Strecken hat man nicht mehr wiedergesehen. Oh, Party! Natürlich eine Bombenparty jetzt nicht so gut wie eine Münzparty beispielsweise. Aber vor allen Dingen fahre ich halt doch schlecht. Guck mal, 33er Serie zum Schluss hin. Ah, die Strecke ist aber drauf ausgelegt. Hier werden auch sehr viele Punkte vonnöten sein.
Ich sag aber trotzdem, es ist wieder ausreichend für alle Sterne. Oh. Humor hat er. Humor. Ach du Scheiße. Goomba-Umfahrung. Was ist denn? 100 Sprungturbos. Ach, Himmel hilf. 7000 Punkte oder mehr mit dem Fahrer mit Kopfbedeckung. Luigis Mütze. Okay. Ohne Mühe. Auf 30.000 zu kommen ist trotzdem eine Herausforderung. Naja. Aber ich werde mir die Herausforderung, ich werde es mir stellen. Ganz im Ernst. Wir machen noch die Goomba-Umfahrung. Schade, dass wir so wenig Zeit haben. Ich habe viel Zeit verplempert heute schon. Erstmal die Goombas. Das hat Brio. Den Cup abschließen. Schade, dass es dafür keine Punkte gibt. Das ist für den Ranglisten-Cup gesehen brotlose Kunst hier. Kann ich trotzdem umfahren. Umfahren ist umfahren, ne? Nix mehr juckt die. Wie schnell ich bin oder wie viel Stunts oder wie elegant ich das mache, juckt nicht. Sondern nur, dass ich die auch ja alle treffe. Mit Lucky Two hier. Warum auch immer. Warum kriege ich jetzt... Mann! Ein bisschen nach links. Man kann ja ein bisschen steuern, ne? Lustige Sache. Mach ich nie. Ey, Mann, was zum Freundchen. Hier muss noch was gehen. Ich hoffe, 30 sind ausreichend. Das kann schon sein. 10 für einen Stern, 20 für 2, 30 für 3. Dafür, dass ich da einiges liegen habe lassen. So ist es. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ich sag den Spruch zu häufig, Alter. Na klar. Als nächstes käme der Larry Cup, aber auch da sehe ich jetzt auf Anhieb nichts Besonderes. Lucky Two Cup. Ey, ich würde echt mal mit euch, liebe Freunde, nochmal ganz kurz hier versuchen, mein Glück herauszufordern. Daisy! Und zu gucken, ob wir hier noch ein bisschen mehr raus... Also, da ist ja wohl viel mehr drin. Ja, eine Ecke besser. Eine Ecke besser, aber ich weiß nicht. Ohne Party zieht man da keine Superlativen. Also das hier mit einer Münzparty wäre schon nice gewesen. Wäre schon eine nice Sache. Aber wie gesagt, ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht auf die Schnelle
Das mache ich in Ruhe. Und die Ergebnisse seht ihr im nächsten Part. Also ihr wisst, der nächste Part Mario Kart Tour wird dann wieder hochinteressant durch die Ergebnisse, was hier zustande kam letzten Endes, was meine Belohnung dafür ist. Dann haben wir Rubine gespart für in der London Tour für die neuen Fahrer. Was da wahrscheinlich Gentleman Mario oder so, I don't know. Und auch die neue London-Strecke, da sind wir sehr gespannt drauf. Und generell freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Mario Kart Tour. Die nächste Tour, der nächste Part, da wird wieder ein bisschen mehr drin sein. Zumal das hier auch lang war. Tut mir leid dafür, ich wollte einfach noch ein bisschen mehr rauskitzeln. Naja, da wird noch deutlich mehr gehen bei allen drei Strecken. Ich setze mich dahinter und mache das, ja. 30.000, ja. Doch, ist schon machbar. Ich krieg schon. Mal gucken. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und bis dann und ciao.